Cindy Meyer-Wölden, Schutzschild nach außen, jetzt packt sie über Oliver Pocher aus. Im Interview mit Barbara Schöneberger spricht Cindy Meyer-Wölden über ihren Ex Oliver Pocher und stellt klar, was sie über ihn denkt. Cindy Meyer-Wölden, klare Worte über ihren Ex-Mann. Im Podcast mit den Waffeln einer Frau von Barbara Schöneberger spricht Alessandra Meyer-Wölden, 41, über ihren Ex-Mann Oliver Pocher, 46. Die beiden waren von 2010 bis 2014 verheiratet und nun findet die 41-Jährige klare Worte über ihn. Das Außen, was er darstellt, ist nicht das, was in innen passiert. Er hat wirklich das allergrößte Herz und er ist eine ganze treue Seele, erzählt Cindy. Demnach könne sie sich auf Olli blind verlassen. Egal durch welchen Sturm wir gegangen sind. Und wir haben uns wirklich bekämpft, wusste ich, wenn die Kacke am Dampfen ist, kann ich ihn anrufen und er ist da, offenbart sie Barbara. Cindy Meyer-Wölden, Oliver sei im Kern ganz weich. Laut Cindy sei der Comedian in Wirklichkeit ein sensibler Mann, es ist oft ein Schutzschild nach außen, der Lustige zu sein. Kurz nachdem bekannt wurde, dass Olli und Amira sich trennen würden, führte der 46-Jährige ihren gemeinsamen Podcast mit Cindy weiter. Aus die Pochers. Wurde die Pochers. Frisch recycelt. Für Amira sei das damals reine Schikane gewesen. In ihrem Podcast Liebesleben verriet sie, wie enttäuscht sie darüber war, dass Cindy bei Olli mitmache. Der Grund, Cindy war für Amira eine Freundin, für die ich immer da war. Tag und Nacht. Mit den liebevollen Worten gegenüber Olli könnte Cindy nun erneut gezeigt haben, auf wessen Seite sie steht. Verwendete Quelle, mit den Waffeln einer Frau, Podcast.